auch schon zu unserem nächsten Stück. Das ist halt ein Filetstück von unserem Chianina-Rind. Das Chianina-Rind kommt aus Italien, aus der Toskana. Ist ein Weißhaarrind, wird knapp 1,40 groß, wiegt 600 bis 700 Kilo. Bei dem hier ist es halt sehr geschmacksintensiv, aber halt da vom Filet ist es auch sehr fein. Wir werden es halt gleich merken, es ist halt intensiv vom Geschmack, der geht aber eigentlich wie Butter auf der Zunge. Bei dem hier ist es halt das Wichtige, dass es halt stressfrei aufwächst. Jede kleinste Veränderung würde sich im Fleisch widerspiegeln. Würde das Tier jetzt halt die Hälfte der Zeit bei dem einen Bauern aufwachsen und danach bei dem anderen Bauern weiterwachsen und dann irgendwo geschlachtet werden, würde man das im Fleisch merken. Bei dem Tier wird halt auch ganz klar darauf geachtet, bevor es halt zum Schlachter kommt, dass es sich nochmal entspannen kann und nochmal seine zwei, drei Tage hat halt, um sag ich mal, ja, relaxed einfach in die Schlachtung zu gehen, in den Tod zu gehen, das Tier mal viel gemeint.